schon, wie das große Rennen der Giganten aussieht. Das zeigen wir euch jetzt. Die 8 schnellsten Duellsieger treten im Rennen der Giganten gegeneinander an. Es gibt einen klassischen Le Mans-Start. Bei Grün sprinten die Fahrer über die Fahrbahn zu ihren Karts und fahren von dort aus los. Ihre Karts stehen dabei in der Reihenfolge der gefahrenen Einzelduellen. Wer nach 10 Runden als Erster über die Ziellinie fährt, gewinnt das Rennen der Giganten und wird der Champion vom Qualifying. Und ich sag dann nochmal, jetzt ist der... Oh ja, oh ja, da stehen schon unsere Giganten. Jeder Einzelne möchte den Titel natürlich für sich erkämpfen. Es gibt einen Le Mans-Start, das heißt natürlich, dass eben alle zum Kart gleich hinsprinten. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch Zeit haben, ob wir uns unsere Piloten noch schnappen können, Kai? Nee, ich glaube, dass wir uns jetzt vor allen Dingen mal, um das nochmal ein bisschen zu sortieren, also zum einen Le Mans-Start, die müssen alle von links in das Kart einsteigen, aber wir gucken uns diese Startaufstellung jetzt erstmal grafisch an, damit auch alle nochmal auf Höhe des Standes sind, wie das denn aussieht. Wer genau wo jetzt steht und einsteigt bei unserem Rennen der Giganten? Oder so, und da nicht. Wir die Grafik, wie wir gerade ganz deutlich sehen, nicht wirklich groß dabei haben, machen wir das einzig Richtige und übergeben an RR, an Rennleiter Rudi, der das jetzt nochmal fantastisch erklärt. Dann brauchen wir das nicht zu machen. Also Rudi, bitte, du hast das Wort. Erklär den Jungs, was heißt es? Le Mans Start. Okay, wir machen jetzt den Le Mans Start. Das heißt, ihr steht auf Position, dann geht's auf die Plätze. Fertig, los, und wenn die Flagge rausgeht, dann lauft ihr zum Kart, setzt euch rein und fahrt weg. Überholen ist erlaubt, aber es ist kein Schieben, kein Drängeln. Passt aufeinander auf, okay? Kein Frühstart, schaut mir an. Meine Kartmaster, seid ihr bereit? Visiere runter. Okay, jetzt auf die Plätze. Fertig, los! Ja, und es geht direkt in die Karts. Wer schafft den besten Start? Ja, da sehen wir gleich vorne. Und Eieieiei. So, jetzt kommt Harakiri Helge. Und Matthias hängt voll drin. Ist er Erster? Ist gelbe er erst, Flagge, die gesamte Strecke hat sich aufgelöst. Gelbe Flagge heißt, alle müssen langsam fahren. Nichts darf überholt werden. Das haben sich der eine oder andere das noch nicht gemerkt. Ich denke, rote Flagge, Rennabbruch, die Strecke muss repariert werden. Start wird wiederholt. Um Gottes Willen. Meinst du, Christian, müssen wir heute auch noch neu teeren? Das glaube ich nicht, aber das ist nicht ganz so einfach zu reparieren. Da gab es schon einen richtig ordentlichen Abflug. Jetzt schauen wir, was da passiert ist. So. Und bitte. Bums, ja, ja, ich meine, das ist doch falsch abgebogen. Ne? Ja, wie war das eigentlich mit der Fahrschule? Ja. Also, bis dahin kann man sagen, auf jeden Fall sind die Allemann war in Führung. Das kommt man kennen. Dahinter war ein richtig schönes Durcheinander. Mhm. Guck mal, da lässt sie sich nicht nehmen. Ne? Jetzt hat sie wieder ihren Blick. Ja, ja, aber jetzt muss erst Ordnung geschaffen werden. Jetzt muss erst die Rennstrecke wieder aufgebaut aber werden. Aber guck mal, auch mit Niki zum Beispiel. Ne? Weißt du, er gibt ja auch alles. Es ist natürlich, es ist ja auch Spaß, aber letztendlich bist du dann so engagiert, bist so ehrgeizig und dann gibst du alles. Und natürlich will der andere auch vorne sein und dann fährt man sich rein. Naja, schade, dass Niki jetzt gerade einen Engpass hat, aber das, ich sag mal, der ist ja stabil. Vielleicht morgen sogar. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht, denn diese Streckenbegrenzung lässt sich gut erneuern. Man kann die Teile einzeln aneinander anfügen. Unsere Spezialisten sind dabei. Knack und schon. So was wünsche ich mir, sage ich mal, bei uns auf der Autobahn. Immer ist Baustelle, immer ist was. Ne? Ich kriege eine Nervenlähmung. Du willst mal pünktlich ankommen, das geht aber gar nicht. Dann bist du trotzdem noch schuld. Ne? Und hier, siehst du, rucki zucki. Ne? Ja, das ging schon flott, aber auf der Autobahn ist so eine kleine Betonmauer dann doch besser bei Gegenverkehr. Aber jetzt geht es wieder um den Restart. Die Rennleitung wird jetzt festlegen, wie gestartet wird. Die hauen und ich rein. Bin mir ziemlich sicher, dass nochmal alles genau so ein zweites Mal ablaufen wird, wie wir es schon gesehen haben. Nämlich alle Karts werden jetzt
in Position gebracht. Ah, ja, jetzt haben wir mal neue Spielregeln. Jetzt wissen Sie genau, wie es geht. Ne? So, hast du einen Tipp? Was meinst du? Ja gut, da wird die Karten werden neu gemischt. Ich meine, da muss man jetzt ganz locker neu aufstellen. Ich bin gespannt, wie der Rennleiter aufstellt. Der könnte natürlich jetzt eigentlich die Neuformation, den Stand der Dinge jetzt direkt in die Startaufstellung umsetzen. Das heißt, es würde Cindy Allemann vor Matthias Malmedy stehen, und denn das war die Reihenfolge in der ersten Runde. Das muss der Rennleiter festlegen. Und das gibt den Engtanz. Wenn die jetzt gut wegkommt, lässt sie keinen mehr ran. Ja, nee, hier sehen wir es. Runde 6 von 10, das war irgendwie, hat einer falsch gezählt, aber Gott sei Dank haben wir ja einen Computer, der da den Überblick behält oder behalten soll. Jetzt bin ich gespannt, wie aufgestellt wird. Also das schaut aus, als würden alle wieder wie vorher starten, als ob das Rennen nicht gestartet worden wäre. Das finde ich jetzt aber ein bisschen aber schade. Jetzt gehen wir direkt in die Boxengasse zu Kai Ebel, der hat sicherlich noch mehr Informationen. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, wir reden darüber. Wir reden darüber. Ja. Ja, wir sehen gerade, die fahren in die gleiche Position wie vor dem Rennen und wir fragen uns, Rennleiter Rudi, warum nicht die Reihenfolge, in der das Rennen abgebrochen worden ist? So kennt man es vom Rennsport. Aber es war einfach zu chaotisch und es ist zu viel passiert. Die ganzen Banden sind nur geflogen und deswegen wiederholen wir den Start genau so, wie es im Qualifying gemacht wurde. Wir machen es genau nochmal gleich und geben ihnen jetzt die Chance, das zu wiederholen. Dann muss ich aber nochmal fragen, gibt es irgendwo eine Strafe? Hast du da irgendwo einen Schuldigen ausgemacht? Nein, haben wir nicht. Das ist alles zu schnell gegangen. Das müssten wir dann irgendwann mit der Slow-Mo machen. Aber ist jetzt nicht notwendig. Jetzt schauen wir, dass wir ein sauberes Finale zusammenbringen. Aber die Renndistanz wird sich jetzt verkürzen auf 10 Runden, habe ich gehört. Ja, wir fahren sowieso 10 Runden. Das passt. Okay, wenn das passt, ist wunderbar. Und wir schauen da vorne, diskutieren die beiden schon mal miteinander, Cindy und Matthias. Da sieht man wieder, wie ernst die das Ganze nehmen. Und in der Zwischenzeit frage ich aber trotzdem noch mal bei Familie Geis nach. Ich glaube, ihr habt euch eben schon ein bisschen erschrocken, ein bisschen Sorge um Davina gemacht, gell? Ja, auf jeden Fall, weil da sind ja viele Männer unterwegs und auch Profifahrer, Kamikaze. Das ist jetzt echt nicht einfach für ein 18-jähriges Mädchen, was gerade ihren Führerschein hat, oder? Sehe ich auch so, Robert? Ja, aber sie rockt das, du wirst sehen, das läuft jetzt automatisch. Da vorne passieren die Unfälle bei den Profis und Davina zieht einfach rechts vorbei und gewinnt das Rennen. So ist es. Gewinnt das Rennen, das ist eine weise Voraussage. Wahrscheinlich doch der ein oder andere Champagner zu viel. Aber wenn es so kommt, leiste ich dem Robert ab, bitte. Und ich gucke mal Rennleiter Rudi an. Wie weit seid ihr da? Seid ihr schon wieder so weit? Der ist völlig im Tunnel. Denn eigentlich sollten sich jetzt alle erstmal aufstellen für den Le Mans-Start hier, damit wir wieder anfangen können. Aber da gibt es noch herrlich, können wir auch noch mal zeigen, immer noch Diskussionen zwischen Cindy und Matthias, die gerade getrennt werden mussten. Also es ist herrlich, schon stehen sie wieder zusammen und schon wieder sind sie dran und geben sich wieder die Schuld. Ja, jedes Mal, wenn einer weg ist. Da hören wir auch den Ton, sehr interessant. Ja, da sollten wir mal dranbleiben, Christian, was da jetzt gerade passiert. Da ist ganz viel Platz. Ja, da und du bist einfach, du hast einfach zugemacht, du bist einfach die Ideallinie gefahren. Aber ich war neben dir, also musst du Platz lassen. Gut. So, und das ist dann die Stelle, wo man dann sagt, jetzt gebt euch beide die Hand und jeder setzt sich in sein Kart und dann fahren wir von vorne los. Und wir hoffen, dass es da nicht nochmal scheppert. Hamid, du sagst bei denen nicht, woher hast du die Erfahrung? Es gibt immer ein Challenge zwischen den beiden, egal wo, egal um welches Auto, die wollen immer gewinnen, das gibt's gar nicht. So viel Ehrgeiz und jetzt sind wir live dabei. Genau, wir sind live dabei mit Rennleiter Rudi. Berlin-Spiegel jetzt, okay? Seid ihr bereit? Bis hier runter! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja gut, der Start ist auf jeden Fall mal geglückt oder besser geglückt wie beim ersten Mal. Nicht so sehr für Cindy, denn die ist zwar der, doch, da haben wir ein Problem. Das ist Tobias Wegener. Mensch, das ist doch Niki Ersatz. Der ist aufgerückt. Oh, jetzt der Aufgerückte. Eieiei. Ja gut, das ist jetzt hier eine technische Angelegenheit. Das ist Technik, aber der muss jetzt irgendwie auf die Seite. Der muss da vorne weg. Genau. Oh, schon, die schon wieder. Mal, ich sehe rot. Ja. Was ist denn los heute? Das kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt, guck mal, Matthias hat Cindy eingeschüchtert. Mega geiler Start. Alles hat gepasst. Nur ich sag's euch, der Thomas Wegener ist mit dem Fuß
im Rad hängen geblieben. Ach, nicht das. Deswegen haben wir abbrechen müssen. Ach, ich bin bei Start und Ziel und erkläre es einer Golf. Junge. Ja, also, wie man sich da auch verklemmen kann, man mag es nicht glauben. Also einige Sachen muss man sich selbst erklären. Ja, das ist natürlich so, wenn man reinspringt ins Kart und sofort losfährt, das kann natürlich schon manchmal ein bisschen unangenehm sein. Aber ich bin guter Dinge, das kann er noch. Zwickt, aber es heißt nicht, dass er nicht fahren kann. Ja, das schaut gut aus. Letztendlich weißt du erst morgen, was los ist, ne? Ja, der rechte Rücken ist noch eine. Auto läuft, fahren kann auch noch. Und ab geht's in die Startaufstellung. Wunderbar. Hier, da sieht man es oben, ne? Zack. Hängen geblieben. Ach, der ist mit dem Pin. Ach, Scheiße. Siehst du das? Oh Gott, der hat daneben getreten. Ja, genau. Der ist nicht aufs Pedal. Das sind Schmerzen. Das sind Schmerzen. Aber der echte Rennfahrer, der steckt dort auch weg. Ne? Ja. Es gibt ja nur eine Richtung. Richtig. Jetzt Kai, du bist wieder dran. Ja, wir sind noch so ein bisschen geschockt hier, weil wir haben gedacht, Mensch, das kann ja schlimmer ausgehen. Aber er hat sich reingesetzt, anscheinend doch nicht verletzt am rechten Bein. Aber ich meine, wenn ihr das hier so seht am Rand, kriegt man da so einen Schreck, wenn sich da einer so, sage ich mal, leicht verletzt? Ja, das ist das, wo man halt die ganze Zeit Angst vor hat. Und wenn man es dann sieht, dann ist es so, da bleibt einem kurz der Atem weg. Ja, was macht das mit einem, dass man vielleicht selber ein bisschen vorsichtiger dann wird? Oder wenn man an morgen denkt, da sind ja auch viele auf der Strecke unterwegs. Da nehme ich mal ein bisschen Gas raus. Na, ich glaube nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich sage, es ist lange genug gut gegangen, dann kann auch einmal so ein kleiner Fehler passieren letztendlich. Okay, und die fahren jetzt weiterhin ihre Einführungsrunde und deswegen ist Christian noch wieder dran. Ja, also die Einführungsrunde dauert nicht mehr lang, also das Rennen ist noch nicht freigegeben. Wir sehen, wie alle verzweifelt versuchen, Temperatur in die Reifen zu kriegen, denn es wird diesmal nicht nach Le Mans Start gestartet. Die Rennleitung hat entschieden, jetzt machen wir das Ganze mal normal, in der Hoffnung, dass wir auch normal irgendwie die Distanz mal in Angriff nehmen können. Und es ist schon wieder irgendwas gelb, ja, also ich sehe nur noch fahren. Ja gut, das ist normal. Also okay, jetzt geht's in die Startaufstellung. Erste Startreihe. Ja, hier haben wir schon. Matthias Malmedy. Die erste Verzweiflung. Und, aber das ist ja ziemlich nur eine Chance. Was? Ja. Ja. Ne, erst hat er sie eingeschüchtert, jetzt muss ich was kommen. Genau so ist es. Es müssen erstmal alle in die Position gebracht werden, von wo aus sie losfahren dürfen. Auch das ist ja Neuland. Achtung, wir hatten bis jetzt immer nur Duelle, also Kart gegen Kart. Das, was wir jetzt haben, ist ein ganzes Feld von 8 Karts, die auf engstem Raume losfahren. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die elegantere oder die sicherere Lösung ist. Ich sehe Vollkontakt fahren. Vollkontakt. Ja, 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 ja. Das wird eng. Als der Le Mans startet, hast du immer die Chance, als Erster wegzukommen. Aber das hier in der Mitte wird sehr konzentriert. Le Mans Start zieht sich normalerweise, zieht das Feld ein bisschen auseinander. Hier haben wir ja gesehen, selbst zu zweit haben sie es fertig gebracht, sich in Kurve 1 und 2 durch die Absperrung durchzuschieben. Aber gut, wir müssen abwarten. Ruhe ist angesagt. Da geht mir jetzt schon der Puls hoch. Rennleiter gibt noch Instruktionen. Ich meine, alles, was ich vorgenommen habe, das können Sie eh über Bord schmeißen. Jetzt, wenn du dabei bist, dann tickt die Birne anders. Und dann, ich sag mal, mit den Regeln, das erklärt sich jeder selbst. Ne? Ja, das mit der Regel ist jetzt relativ klar. Denn sobald grün aufleuchtet, sollte man losfahren, beziehungsweise das rechte Pedal betätigen. Dann geht's auch los. So, jetzt bin also ich gespannt. Ich bin mir sicher, es haben alle begriffen. Startaufstellung steht. Gleich geht's los. Der Rennleiter geht auf seine Position und Matthias schaut schon nach oben auf die Ampel. Sind die links oder rechts, besser gesagt, in Fahrtrichtung neben ihm, tut dasselbe. Die muss gleich rüberziehen. Rot. Countdown beginnt. So. Zack. Ja, da ist schon wieder etwas weiter hinten, wird schon wieder gedrängelt. Oh, aber Herr Wegner, ne, hat schon wieder einen gut gemacht. Leichter Angstschweiß von Herrn Malvedi. Cindy im Nacken.
und da wird schon wieder gewippt. Siehst du auch dieses Kopfschütteln? Guck mal, was jetzt passiert. Sind die? Ja, die sind. Die gibt nicht nach. Geh aus dem Weg. Aha. So, jetzt hat sie schon mal angeklopft, jetzt weiß er, was da los ist. Siehst du? Und das ist nicht das Einzige. Ja. Ja. So, und jetzt muss ich auf das innere, Rad fahren. Dann macht er einen Abtanzball. Ja, ich glaube, man kann auch einmal mehr. Siehste? Normal. Also, siehst du? Hast du das gesehen? Ich hab's doch gesagt. Ihn ausgedrückt. So, sie hat angedeutet und dann jetzt fährt er ihr einfach brutal hin drauf. Das ist jetzt unfair. Das gibt Abzüge. Cindy war clever, Cindy war gut und jetzt ist sie vorne weg. Jetzt gibt's schlechte Laune im grünen Helm. Junge. Aber merkst du, wie engagiert die ist, wie verbissen die ist? Ja, Junge. Der Rennleiter schaut. Dann schauen wir mal, wie es dahinter ausschaut. Helge Thompson ist Dritter. Stimmt. Dann. Wo ist Helge? Die Dritter. Kellys, die besten Nicht-Grip-Leute. Joey Kelly, Luke Kelly auf Position 4 und 5. Dann die Davina. Dann kommt der Tobias Wegener und Joey Heinle als Schlusslicht. Also interessant wird es oben. Allemann, Malme, die dumm sind. Und Frau Allemann gibt alles. Bestzeit sind die Allemann, 30.660. Damit ist sie über eine halbe Sekunde schneller gefahren als der Verfolger Matthias Malme. Das mal. Ja, die sorgt jetzt hier mal für ordentliche Verhältnisse. Ich meine, also in deiner Truppe ist Cindy eigentlich die einzige, die man als Rennfahrer bezeichnen kann, weil sie ist ja jemand, der eine internationale Karriere gemacht hat. Wir wollen jetzt ja niemanden zurückstellen, aber sie macht wirklich gut. Genau, aber in solchen Situationen sieht man das, ja. Sie hat nicht das Gespür, sie hat einen Riecher, sie weiß noch, wie es geht. Guck mal, und jetzt baut sie ihre Führung aus, ne? Und Malme, die dreht völlig frei, kriegt gleich eine Nervenlähmung. Der muss, glaube ich, auch noch zum Onkeldoktor nach der Nummer. Und sie fährt das Ding rein. 1,17 Sekunden hat sie Vorsprung dahinter im Mittelfeld. Helge Thompson immer noch Dritter. Ja, dass Helge sich so stabil hält. Podestkurs, dann die beiden Kellys, dann Davina. Ja, auch bemerkenswert. Davina fährt sehr gute Zeit. Harakiri bleibt dran. Tobias Wegener, Davina Geis, Luke Kelly, die fahren alle ungefähr dieselben Zeiten. Ja, hast du das gehört? Scheißkarte, ne? Jetzt sind immer wieder die anderen schuld. Ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, ne? Und muss man sich auch mal selbst reflektieren oder machen das immer, wie geht das? Ja, das ist jedem eben auch selbst überlassen. Jetzt hat Matthias Malme die schnellste Rennrunde gefahren. War eine Hundertstel schneller als Cindy vor ihm. Also ich würde mal sagen, besonders gut aufgeholt hat er noch nicht. Sie verteidigt. Junge, Junge, Junge. Merkst du auch hier nichts wegrutschen? Und jetzt hat Cindy mal wieder für klare Verhältnisse gesorgt. Sie ist gefahren 1:30.2. Damit eine neue schnellste Runde für sie. Das geht immer hin und her im Moment. Die Gummis sind gleich auf Volltemperatur. Sie ist auf erhöhter Temperatur. Und dann lässt sie keinen mehr ran. Und ich schaue immer wieder gerne auf die besten Nicht-Grip-Leute. Joey Kelly, Luke Kelly, die machen das sehr gut. Die sind sozusagen in Führung in der Wertung. So, da wird Tobias Wegener wird hier überrundet. Sag mal so, der Ehrgeiz muss die Schmerzen überwiegen. Da muss er jetzt wegprobieren. Da muss er dranbleiben. Ja, so, da haben wir es wieder. Ne? Schönen Tag noch. Gelb, wir sind im Hintergrund. Haben sie wieder eine neue Strecke aufgebaut? Wegener, Heinle sind zusammengefahren. Sie werden jetzt von die werden jetzt voneinander getrennt. Und weiter geht's, Joey. Also ich sag mal so, wenn das Rennen mal einigermaßen über die Bühne geht, die müssen den Helm noch auflassen, wenn sie auseinander geraten, weißt du? Nicht, dass wir da noch irgendwie noch eine Nullbinde bestellen müssen. So, und jetzt ist die gelben Flaggen sind weg, da hinten. Hier sehen wir sie noch an der Unfallstelle, aber
vorne geht alles weiter und vor allem ich sehe Helge direkt im Windschatten sozusagen von Matthias. Oh, guck mal hier, pass auf. Weißt du, was gleich noch passiert? Ich sehe ein Heck, schau mal, schau mal. Ja, jetzt ist das Rennen vorbei. Cindy hat überlegen gewonnen, hat die Nerven behalten. Weißt du, was dahinter ist? Alles ziemlich eng gelaufen. Helge Thompson dritter. Joey Kelly ist vierter. Luke Kelly fünfter. Dann Davina Geis. Gut gemacht. Joey Heindle und Tobias Wegener, die zwei Unfallkandidaten am Schluss. Ich glaube, die gehen in der Rückrunde noch zum Boxen. Das war schon ziemlich beeindruckend und das war ein Sieg für das Team Geis. Keine Frage. Wer hätte das gedacht? Die also Damen machen es klar. Ich bin mal ganz froh, dass auf jeden Fall ein ordentliches Rennen dabei rauskam und dass wir nicht komplett im Chaos versunken sind, so wie sie es am Anfang abgezeichnet haben. Ja, das ist klasse. Aber gut, sehr gut. Kleiner Rückblick. Hier sind sie, die Highlights. Ja, vorne, da hinten gab es schon durcheinander beim Start. Nee, das war ja der hängende Fuß, ne? So, jetzt kommen wir richtig. Und das ist das. Das war, ja, ich sag mal, Berührung, aber jetzt pass auf, jetzt kommt dann gleich das Ausbrechen. Oh, genau, ja. Da war es und vorbei ist sie. Willst du die sich durchsetzen? Ja. Und Kai steht wieder mitten im Getümmel, während die Highlights laufen. Kai, bitte. Ja, die schnellste ist bei mir Cindy. Gratulation, spannend war es allemal. Mehrere Ansätze. Also, wie hast du das gemacht? Ich habe einfach alles gegeben. Ich war so ehrgeizig auf dem Matthias, weil nach der ersten Startprobe, der war so wütend gegen mich. Ich musste wirklich die erste Runde aufpassen, nicht, dass er eine Kriege kriegt. Aber ja, dann war ich geduldig und dann habe ich eine Luke gesehen, weil er einen Fehler gemacht hat anscheinend. Ne? Okay, ihr werdet auf jeden Fall keine Blutsbrüder mehr. Wir sind schon spät dran, deswegen schnell mal zu Kathi, denn die hat jetzt Matthias. Ja, Matthias steht neben mir. Wir kommen auch gleich zur Siegerehrung. Und Matthias, hat nicht ganz geklappt, dein Plan. Ganz genau, hat nicht ganz geklappt. Zweiter Platz, erster Verlierer, wie man das sehen möchte. Aber Cindy ist sehr, sehr gut gefahren, nachdem sie mir beim ersten Start dermaßen in die Karre reingefahren ist, dass ich ein bisschen zu viel Respekt hatte. Nein, ganz ehrlich, Hut ab, sehr, sehr schnell gefahren, sehr, sehr gut gefahren. Ja, Glückwunsch. Ja, und nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Morgen geht's weiter, jetzt geht's direkt weiter zur Siegerehrung. Und da freuen wir uns jetzt auch gleich auf unseren dritten Platz. Und da fangen wir an, auf dem dritten Platz, das ist Helge Thomsen, und da tosen Applaus. Geh auf dein Kämpchen, das ist da vorne. So machen wir das hier. Da, wo die 3 drauf steht, da darfst du hin. Und einen ganz großen Applaus für Platz Nummer 2, Matthias Malmedin. And the winner is der Sieger, die Siegerin des Gigantenrennens, Cindy Allemann. Auf die 1. Und Cindy, für dich gibt es natürlich den Lorbeerkranz und die Sechsache. Woo! Ja. Und selbstverständlich haben wir auch noch einen kleinen Piccolo für dich, Cindy. Wir warten, bis hier der dritte Arm wächst. Ich stelle sie einfach zu dir hin. Du weißt, wem sie gehört. Kleines Piccolöchen, aber nicht alles auf einmal. Zum Spritzen oder Trinken, ganz wie du willst. Ja. Und das. Das war der erste Streich hier bei unserem Trip-Romy Kart Masters. Es ist ordentlich zur Sache gegangen, viele Überraschungen haben wir erlebt und ja, das war nur Antipasti. Morgen geht es dann weiter um 20.15 Uhr hier bei RTL 2. Und ab kommt die Champagner-Dusche und das Gute ist, Matthias Malmedy war der Erste, der sich den Sieger in Sicherheit gebracht hat. Naja, langer Abend geht zu Ende, aber morgen geht es genauso weiter. Wir sagen Ihnen schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 20.15 Uhr, dann das große Finale vom Grip Promi Kart Masters. Wir Ciao, mach's gut.